Bäm, da sind wir wieder dabei. Weiter geht's. Allerdings habe ich jetzt nicht sofort weitergespielt, sondern war mal so 2 Tage quasi offline. Macht aber nichts. Wir machen hier sofort weiter. Irgendwie wollte ich ja den Scheiß oben aus der Kiste holen. Die Aufnahme, die sofort weiterging, die habe ich mal komplett vermeiert. Da hat das Spiel so gelaggt, weil ich im Hintergrund das Video umrechnen musste. Das ging gar nicht. Jetzt holen wir fix und geschwind das Zeug aus der Kiste. Kein Creeper hier. Das ist ja ein Ding. Und ein Halbmond. Immer noch kein Creeper. Egal. So, den ganzen Shit hier raus. Klack, 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 klack. Die teure Maus. So, Kiste einsammeln. Crafting Table einsammeln. Obwohl, nee. Brauchen wir noch ein Crafting Table? Nee, Bullshit. Egal. Nehmen wir mit. Wir joggen hier mal so mitten in der Nacht rüber. Wenn ich was Grünes sehe, habe ich Angst vor dem Creeper, aber in dem Fall ist. Oh, da hinten sind wirklich Creeper. Aber das erste, wovor ich erschrocken war, war natürlich das Zuckerrohr. Unbedingt müssen wir Glas herstellen und da hinten noch ein bisschen Wald wegroden und Lebensmittel brauchen wir auch noch. Also straffes Programm, das wird in dieser Nacht aber nichts mehr. Hier zimmern wir schnell mal die zweite Kiste hin, wie das geplant war. Bam. So, noch 2 Kisten. Ah, das wäre natürlich super. Haben wir noch genug Holz? Ein bisschen. Dann machen wir uns gleich noch 2 Kisten. Dann haben wir das Thema mit den Kisten auch First Step erledigt. Denn Ordnung ist ja das halbe Minecraft. Zack, zack. Und da hinten wollen wir noch einen Ofen hinmachen, wenn ich mich da recht entsinne. Weil Männer sind ja Symmetristen sozusagen. Alles muss symmetrisch sein und das hat definitiv was Symmetrisches. Geil. Und dann will ich das auch bitte ein bisschen sortiert haben. Ich kann das ja gar nicht leiden, wenn das hier alles so rumfliegt. Der ganze Käse. Jetzt haben wir hier einen Ofen hin. Da machen wir schnell mal ein bisschen Kohle rein. Eigentlich wollte ich eben gerade hier das Golderz mitnehmen. Dass wir das mal hier reinmachen können. Dann können das ein bisschen schmilzen. Ah, hier sehe ich lauter spannende Sachen. Könnte ich wieder alles zugleich machen. Geht aber nicht. So, ein bisschen muss man das sortieren, sonst blickt ja kein Arsch mehr durch. Obwohl, das nehmen wir woanders dahin mit. Machen wir mal hier die Kiste mit den doch etwas selteneren oder wertvolleren Dingen. Einfach mal so, dass wir so ein bisschen eine Ordnung hier haben. Machen wir das dann auch mal mit rein. Und einmal Lava, den hat auch nicht jeder. Hier Bones. Hier der Futtervorrat, Pilze. Pilze, Pilze. Oh, hier sind ja auch meine ersten Seeds. Ja, Wahnsinn. Was machen wir hier noch mit rein? Essen. Ach komm. Schiedigall. Ein rohes Huhn. Ein Sapling. Bisschen Blümchen. Dekomaterial und Augen, die ja auch kein Schwein braucht. Also zumindest keine Spinnenaugen. Ach so, ja, uns Bettle. Das machen wir hier auch noch irgendwo hin. Proforma-mäßig machen wir das erstmal hier hin, weil ich habe eine neue Idee. Ich will jetzt hier in diese Ecke will ich ausbauen. Da soll ein Kamin später hin. Also wenn ich das vergesse, einfach mal ins Kommentar rein posten, was ich alter Hohlroller wieder vergessen habe. So, jetzt wird's hell. Das ist ein Traum. Wir haben eine Iron Eggs. Die gibt natürlich nicht mehr so viel her. Ein bisschen Holz haben wir auch noch. Das schmeißen wir kurz hier rein. Wir brauchen eine Schippe, haben wir auch. Eine Angel ist natürlich. Kann man eigentlich von hier oben aus angeln? Ist das ein bisschen weit oder geht das? Ha, guck mal. Alter Schwede, 30 Meter Reißleine. Und wenn ich jetzt den Fisch hier hochwerfe und dann. Da sehe ich ja gar nicht, wenn der Schwimmer versinkt. Boah, geile Nummer. Das merken wir uns mal. Jetzt holen wir uns mal ein bisschen Deko. Es wird nämlich. Splack! Es wird nämlich, das ist auch so eine Krankheit. Ich muss mir vom allem runterhüpfen. Es ist ja Halloween-mäßig am Start, glaube ich. Da müssen wir uns schnell noch ein paar Pumpkins holen und die leuchten lassen. Wir wollen ja hier kein Partymuffel sein. Und natürlich Holz.
Wir haben hier direkt um die Ecke. Oh, ein dunkelgraues Schaf. Ach, haha. So, Pumpkin. Den machen wir mal mit irgendwas weg. Zack. Die sind ja ganz lustig, die Jungs. Ich meine mich zu erinnern, auch gelesen zu haben. Ich weiß nicht, ob das ein Mod war oder ob das in einer der Versionen kommt, dass man mit den Pumpkins auf dem Kopf. Erstmal kann man da ja die Enderman mit beeindrucken. Da passiert einem, glaube ich, nichts, wenn man das Ding auf dem Kopf hat. Das sieht auch ein bisschen albern aus. Und zum anderen meine ich mich zu erinnern, dass man damit auch unter Wasser atmen kann. Achso, und was natürlich auch immer cool geht, by the way, ich habe mal hier einen anderen Skin gerade drauf. So, es soll ein Polizist sein, aber mal so zum Gag. Man kann so ein Pumpkin auch einfach aufsetzen. Das sieht natürlich komplett scheiße aus, das gebe ich zu. Und man sieht auch ultra wenig. Aber wir können ja mal probieren, ob das mit dem Atmen funktioniert, wenn wir jetzt das Ding schon auf dem Kopf haben. Ah ja, und wir sehen ein paar Bläschen. Das geht also noch nicht. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob das integriert werden sollte oder... ich weiß nicht so genau. Jetzt hört mir wieder ein, habe ich was vergessen? Mal gerade überlegen, wir brauchen Holz auf jeden Fall. Glas müssen wir abbauen. Ja, dann schauen wir doch mal gleich. Hier ein bisschen Holz. Roden wir das hier weg. Gnadenlos. Greenpeace, sei Dank. Bam, das Holz weg. Das kann man immer gebrauchen. Hoffen wir, dass da gleich ein paar Saplings runterfallen. Das ist aber alles nur das helle Holz. Es gibt ja drei verschiedene Holzsorten meines Gewissens nach, sozusagen. Es gibt hier das buchige Zeug, dann gibt es ja das hellbraune und es gibt diese Tannen. Die wachsen immer etwas höher, sind weniger begrünt. Gucken wir doch gerade mal schnell. Wir holen uns ein bisschen Holz. Also wie gesagt, Holz kann man eigentlich fast nie genug haben, weil es wird so viel aus Holz gemacht. Was hier, ist das eine Tanne? Nee, das ist keine Tanne. Wir haben ja auch verschiedene Farben an Blättern hier. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir... Es wäre natürlich schön, wenn wir noch so ein paar von den... da waren sie wieder ein paar Seeds bekommen, dass wir ein bisschen Weizen anbauen können, weil Weizen ist ja... Ja, ich finde, eines der geilsten Sachen hier überhaupt, weil ich kann damit seit neuestem ja die Tiere holen und füttern und vermehren und so weiter. Und vor allen Dingen kann ich damit Brot machen und essen. Aber wir haben hier so ein paar Tiere in der Nähe. Die werden wir uns später holen und machen dann hier mal eine kleine Farm. Ach, hier genau, hier drüben ist ja mein Wintergebiet. Da fallen mir sofort unanständige Ideen zu ein. Wir holen uns hier mal so ein paar Schneebälle. Nicht vergessen, ihr müsst den Schnee mit einer Schaufel wegmachen, sonst wittert nichts. Ja, das ist auch der Grund. Ich habe es zu Anfang in der ersten Folge schon erklärt. Ich wollte unbedingt ein Level mit Schnee haben. Denn das gibt's sonst nicht. Aber ich habe jetzt so ein bisschen mitbekommen, in der neuen Version kann wohl auch Schnee und Eis kommen, auch wenn da vorher keins war. So aller Jahreszeiten mäßig. Ich weiß nicht, kann das jemand vielleicht bestätigen. So, aus den Schneebällen können wir uns nämlich zum einen im Crafting Table solche Schneeblöcke machen. Die finde ich super schick. Irgendwie auf ihre Art und Weise. Die schmilzen auch meines Wissens nach nicht, wenn nebendran eine Fackel ist. Ist also nicht wie so ein Eisblock. Das heißt, die kann man super als Deko nehmen, alternativ zu weißer Wolle. Die sind ein bisschen anders von der Struktur und es läuft sich darauf anders. Und vor allen Dingen kann ich aus dem Schneeblock, wenn ich davon zwei Stück mache und eben so ein Pumpkin oben drauf setze, das werden wir jetzt gleich mal machen. Das ist nämlich ganz neu. Da können wir uns ein Snow Golem machen. Das ist dann einer, der uns beschützt. Das ist eine ziemlich abgefahrene Geschichte. Das machen wir jetzt mal eben schnell. Kleiner Exkurs sozusagen. Die Dinger sind neu und ganz abgefahrene Sache. So, wir nehmen hier, ich weiß gar nicht, ob das auf normalem Grund auch geht oder nur auf Schnee. Wir machen zwei solche Schneeklötzer übereinander. Und obendrauf setzen wir so ein Pumpkin. Und pack, das ist unser Schneegolem. Ist das geil oder ist das geil? Jetzt läuft er und hinterlässt Schnee. Und das ist unser Beschützer. Und der bewirft jeden Arsch, der uns angreift, einfach mit Schneebällen. Geile Geschichte. Und so machen wir uns dann mal im Laufe der Zeit unsere kleine Privatarmee. Ne? Aber ich sehe gerade, so mit dem Verfolgen hat er es ja nicht so. Der rennt so ein bisschen planlos rum. Schauen wir mal. Oh, hier meine Saplings. Oh, ganz viele. Cool. Das ist sehr cool, weil dann kann ich nämlich immer dafür sorgen, dass genug Holz da ist. Was mir persönlich ja wichtig ist, weil wie gesagt, wir haben also definitiv einen permanenten, und wieder so ein Ei, so einen permanenten Holzbedarf. Und wenn ich jetzt hier quasi 3 Meter weiter
wohne oder wir zusammen wohnen, dann können wir hier immer dafür sorgen, dass wir Holz haben. Das ist super klasse. Wir müssen dann nur mal gucken, wo wir später auch unseren Garten hinmachen. Noch mehr Eier. Eieiei. Gut, mein Holz haben wir hier ein Glück genug, aber wir müssen da drüben noch irgendwo so einen schicken Garten hinmachen für unsere ganzen. Hier, für unsere. Wie heißen sie denn? Ah, Seeds. Seeds. Und natürlich für unsere ganzen Tierchen später. Die Bäume können wir übrigens wie die Pilze auch schnell wachsen lassen. Mit dem Knochenmehl. Dann ratzfatz sind die groß, aber das wäre jetzt hier die pure Verschwendung, denn Holz haben wir hier genug. Mal gucken, ob wir die Saplings da oben auch noch runterbekommen. Die hier sich irgendwie verirrt haben. Zack. Dann können wir da nämlich gerade mit dem Bäumchen hinpflanzen. Und dann ist auch hier unsere Greenpeace-Fraktion wieder glücklich. Wo ist denn unser Beschützer? Hier. Ah, das kann natürlich auch sein, dass sie sich nur in einem gewissen Radius bewegen, die Kameraden. Da bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher. Ich weiß nicht, vielleicht hat da einer noch mehr Facts für mich. Dann postet mir das da mal als Kommentar. Der rennt jetzt hier alles rum. Ja, ist jetzt der Beschützer des Waldes. Ja. Ich weiß nicht, wie hießen die bei Herr der Ringe, diesen riesen sprechenden Bäume. Die hießen auch irgendwie Ender oder so irgendwas. Ha, was wollte ich jetzt hier eigentlich noch? Holz habe ich ein bisschen geholt, da holen wir noch ein bisschen mehr. Das brauchen wir für unsere Bude gleich, weil wir wollten ja ein Holzdach machen. Also ich habe jetzt nicht hier einfach so aus Langeweile Holz geholt. Und wir müssen dann, das werden wir vielleicht in dieser Folge nicht mehr ganz schaffen, mal gucken, uns auf jeden Fall noch mit Sand bereichern. Denn aus Sand, ich habe es ja schon mal erwähnt, machen wir unsere Glasflächen. Ach, guck mal, hier haben wir doch ein bisschen Sand in der Nähe. Ich will jetzt aber hier nicht zu viel aus dem Wasser wegtragen, sonst gerät das Wasser ja immer in diesen Fluss rein und wirkt unruhig. Das mag ich nicht so unbedingt. Ich bin froh, wenn das Wasser noch steht. Oh, hier geht's aber tief runter, du. Da finden wir bestimmt Clays. Hier, das sieht schon aus wie Clays. Ja, das sind Clays. Die finde ich auch schick. Bevor ich hier ertrinke, aber nochmal schneller hochgehen. So, das sind Clays, diese kleinen grauen Kügelchen, diese Klumpen. Wenn man die in den Ofen steckt, kriegt man da wunderbar irgendwas raus, was ich vergessen habe, wie es heißt. Nicht schlimm. Und daraus können wir wiederum größere Steine machen. Backsteine, so heißen sie, genau. Jetzt fällt mir es wieder ein. Habe ich den da hingepflanzt? Oh. Es wird auch dunkel, verdammt. Ja, und Backsteine, da können wir dann noch diesen. Oh, verhungert du auch noch. Verdammt. Egal, wir sind ja ganze Männer. Eier kann man noch nicht essen, oder? Wenn man Notch kurz anrufen. Ah, nein. Kann man nicht essen. Egal. Schnell, den Sand nehmen wir noch mit. Und dann nix wie Häme. Ja, aus diesen Clays kann man, wie gesagt, eben die Backsteine machen. Aus den Backsteinen kann man so Blöcke machen. So rötliche, wenn man die Originaltexturpacks verwendet. Die sehen auch ganz schick aus, finde ich. Und aus dem Material, das verrate ich jetzt mal schon vorab, will ich dann also einen Kamin bauen. Haha, das habe ich noch nie gesehen, einen Kamin. Ich habe aber Ideen, wie das geht. Außer, abgesehen davon müssen wir vorher dazu nochmal in den Nether. Wir brauchen dann nämlich Netherstein für den Kamin, damit unser Feuer ewig brennt. Denn Netherstein hat die Eigenschaft, wenn man sie einmal angezündet hat, den Stein, dann brennt er ewig. So, und jetzt sterbe ich kurz des Hungertodes. So beinahe zumindest. In der 1.95 oder 4er ist es ja schon so, dass man bis zu einem halben Herz Leben verliert, wenn man eben nichts zu essen hat. Gelitten sozusagen. Früher war das mal so, dass man bis zu 5 Herzen nur verloren hat. Jetzt ist ein halbes. So, Ofen angeschmissen, Ressourcen rein. Gold haben wir auch hier. Hier machen wir ein bisschen Clearstone draus. Und machen einen kleinen Cut. Bis gleich.